Hallo liebe Pico-Freunde, herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Pico Digital Leicht gemacht Spezial. Heute im Nachgang zur Sendung vom vergangenen Freitag, der Folge 87, in der ich ja das Startset mit dem Doppelzug vorgestellt habe und der neuen Zentrale Pico Smart Control WLAN. Da haben Sie ja sicherlich dann auch mitbekommen, dass sich die Fahrzeuge nicht per Railcom Plus automatisch bei der Zentrale angemeldet haben und ich da so einige Versuche unternommen habe, um das Ganze dann vielleicht noch in Gang zu bringen, was mir dann leider ja nicht geglückt ist. Im Nachgang hat sich dann natürlich herausgestellt, dass der Fehler wie so oft natürlich mal wieder zwischen den Ohren lag, also ein typischer Richter in dem Fall. Und zwar das ganze Geheimnis lag eigentlich daran, dass beim Einführen der beiden Litzen in diesen Anschlussstecker, ich habe mir da nochmal ein extra Kabel gemacht, dass ich da eine Schraube nicht richtig angezogen hatte und somit einfach nur eine von diesen Litzen keinen Kontakt hatte. Und somit möchte ich heute natürlich die ganze Sache dann nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, gerade rücken und Ihnen zeigen, wie dann tatsächlich auch die Railcom-Anmeldung bei dem System funktioniert. Ich habe hier das Gleiche nochmal im Grunde genommen aufgebaut. Sie sehen also die Baureihe 218, die ja auch aus dem Startset ist. Und dann werde ich den Hauptgleisanschluss da nochmal herstellen. Und dann sehen wir auch schon im Display, dass das Fahrzeug sich dann über den kleinen Buchstaben R automatisch anmeldet und als neue Lok verfügbar im Display dann auch zu sehen ist. So, und wenn diese neue Lok jetzt verfügbar ist, dann kann ich die ganz einfach auswählen. Über die Lokauswahl, da springe ich dann nach rechts und wähle diese Lok dann aus und dann liegt die Baureihe 218 hier tatsächlich im Handregler vor und kann dann auch bedient werden. Ich schalte dazu mal die Beleuchtung ein und lasse das Fahrzeug dann mal in einer Richtung aus dem Bild fahren. Ja, das nochmal so als kleiner Nachtrag. Und schon mal als Vorankündigung für die Sendung 88, wo wir dann uns am Freitag wiedersehen werden, wenn es wieder heißt Pico digital leicht gemacht.